Das ist Witzelberger. Berger. Mit Max und Plücke. Und schon wieder ein Monat um. Letzten Monat war ja Januar. Da erinnern wir uns alle noch dran. Also Jahreswechsel. Vorletzten Monat war Dezember, dann Januar und jetzt Februar. Jetzt sind wir am 1. Februar schon. Mein lieber Gott, die Zeit geht so schnell vorbei und bald sind wir auch alle tot. Aber bevor wir sterben und die Kastanien von unten sehen, so wie man das so schön sagt, sage ich doch erstmal Hallo Max, weil so lange können wir noch mal ein bisschen plaudern miteinander, oder? Ja, schönen guten Tag, Henning Plückebaum. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Erfolgspodcast Witzelberger. Das ist jetzt, war aber sehr förmlich, oder? Ja, ich wollte heute mal was anderes ausprobieren. Also ich möchte mal ein bisschen ernst genommener werden. Es fängt schon gut an, merkst du. Ne? So wird das was. Ich möchte ein bisschen ernster genommen werden. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht ernst genug genommen. Also ich von mir jetzt oder was? Auch, also erstmal bin ich von dir enttäuscht, aber das lasse ich mir nicht anmerken. Und dann auch so grundsätzlich, also ich gehe hier in Podcasts rein, ich erzähle seriöse Nachrichten und interessante Fakten über interessante Themen und niemand nimmt mich ernst. Alle lachen über mich. Ich finde, das geht so nicht weiter. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht zu groß meinen Unmut breit machen und als unzufriedener Mensch auftreten und als böser Mensch gelten, sondern ich trete jetzt heute einfach ein bisschen seriöser auf. Sie können das jetzt auch nicht sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich sitze hier gerade auch in einem Anzug. Das habe ich schon gesehen. Ich habe auch überlegt, ob du jetzt Fliege oder Krawatte trägst, aber du trägst ja Krawatte. Ja. Aber so richtig spießig. Findest du? Na, ja, die passt ja perfekt tonmäßig, also farbtonmäßig perfekt zu deinem Anzug. Das ist ja total langweilig. Wenigstens irgendwas Flippiges, irgendwas, was sich beißt oder so. Nee. Aber nee. Also mit Streifen, mit so Längsstreifen. Ja, naja, also bitte, irgendwas muss man sich ja einfallen lassen. Ich habe mir gedacht, entweder komme ich heute im Anzug oder gar nicht. Oder gar nicht. Sorry, jetzt habe ich den Witz kaputt gemacht, tut mir leid. Ja, bitte schneiden, das machen wir nochmal. Ja. Ja, also guck, das ist auch wieder so eine Sache. Jetzt hast du das als Witz bezeichnet, aber das war ernsthaft meine Intention. Aber jetzt bin ich erstmal hier und ich bin seriös hier, ich bin auch fertig. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht hier, um mit euch zu reden oder so, weil ich möchte nicht mehr reden, ich möchte ein ernsthafter Mensch sein. Und man könnte dies gar als meine Bewerbung als Tagesschausprecher sehen. Hiermit möchte ich mich bewerben für die Tagesschau, denn natürlich ist auch im Januar einiges passiert. Bitte jetzt der Gong, es ist 20 Uhr. Oh, na gut. Der Nachrichtenrückblick. Wir fangen den heutigen Nachrichtenrückblick mit etwas total Überraschendem an, womit wir alle nicht gerechnet hätten. Wir fangen... Seriös, höchst seriös. Gott. Das hat niemand gehört. Hast du schon eine Krawatte an, dann versagst du trotzdem. Fliege nennt man das. Entschuldigung. Krawatte, nein, Krawatte, ja, du hast recht. Fliege nennt man das heute. Darf man Krawatte nicht mehr sagen, ne? Es heißt jetzt Fliege. Entschuldigung, jetzt habe ich gelacht. So, ja, Wo war ich stehen geblieben? Deutschland, so. Okay, so, ich rede jetzt so, okay? Eine total überraschende Nachricht hat uns erreicht. Deutschland ist EU-weit fast das unglücklichste Land. Ist das nicht komisch? Deutschland ist fast am unglücklichsten, ich habe es schon richtig gesagt, nämlich das zweitunzufriedenste Land überhaupt, mit den, demnach ergibt Sinn, zweitunzufriedensten Bürgern. Und als ich das gehört habe, war meine erste Reaktion natürlich direkt, scheiße, schon wieder nicht letzter geworden. Scheiße, darf ich das überhaupt sagen? Das ist ja dein Image, was du da offenbar prägen willst. Ja, was ich auch ein bisschen zerstöre, aber es ist, hier sei es mir jetzt erstmal gegönnt. Ja? Also, aber du kannst alternativ sagen, Schei auf gut Deutsch. So, das sagen ja viele, Schei auf gut Deutsch. Scheibenkleister auf gut Deutsch. Scheibenkleister, schon wieder nicht letzter geworden. Oder du kannst auch sagen, Scheiße, hätte ich es beinahe mal gesagt. Kannst auch sagen. Das ist mir zu pikant. Ich mache jetzt hier erstmal weiter, ja, das sind wichtige Nachrichten. Also dieser Zufriedenheitsindex wird gemessen auf einer Skala von 1 bis 10
Und wir Deutschen gaben 6,5 Punkte an. Wir sind also zu 65% sind wir zufrieden. Und diese Punktzahl stimmt eigentlich mit dem positivsten deutschen Ausruf überein, den es überhaupt gibt. Nicht schlecht. Bulgarien ist das EU-Land mit den unzufriedensten Bürgern überhaupt, also kommt noch nach uns. Aber Bulgarien hat angekündigt, dass es uns zum nächsten Jahr einholen möchte. Es führt ab sofort FKK-Strände und mehr Sauerkrautmahlzeiten ein. Wir bleiben in Europa. Dänemark hat einen neuen König, Frederik X. Ja, schlimm genug. Jetzt wurde auch noch das dänische Königshaus von Elon Musk übernommen. Frederik der Zehnte heißt er richtig, natürlich, also ist, glaube ich, der dänische Name. Auf Dänisch sagt man X für 10 oder irgendwie so. Und die Mutter Frederiks des Zehnten, Margarete, hat zuvor den Thron freiwillig geräumt. Dass ein dänischer Monarch freiwillig abdankt, ist das letzte Mal davor vor 900 Jahren passiert. Wahnsinn. Das war damals übrigens Margaretes Vater. Viel Erfolg. Wünsche mir aber alles Gute an Frederik. Viel, viel Erfolg. Du rockst das. Aber hier, pass doch bitte auf, dass einer deiner Söhne in Zukunft nicht irgendein Interview zur Epstein-Insel gibt, ja? Okay? Danke. Und außerdem gibt es noch ein sehr, sehr spannendes Thema, was die Nachrichten im Januar geprägt hat, nämlich die Glätte in Deutschland. Die war jeden Tag Hauptthema in der Tagesschau, im ZDF oder hier bei Witwe Berger natürlich auch, denn wir sind ja auch ein ernstzunehmendes Nachrichtenportal. Und das ergibt natürlich auch Sinn, denn wenn es im Winter mal dazu kommt, dass es glatt ist, muss man sofort darüber berichten. Das wäre, also was soll sonst noch passieren? Schnee wäre noch schöner. Glätte in Deutschland, gruseliges Thema. Ich habe aber gehört, Markus Lanz beschäftigt sich heute Abend mit dem Thema Aalglatt. Da. So viel erstmal zu den Nachrichten. Der Nachrichtenrückblick. Aber so Glätte, erstmal viel, also ich muss das ja auch so annehmen jetzt und wir müssen diesen Übergang schaffen. Erstmal bitte, vielen Dank, Max, für den Nachrichtenüberblick. Jetzt sind wir wieder alle auf der Spur. Gerne. Jetzt haben wir alles wieder abgefrühstückt, jetzt sind wir auf Schiene wieder. So sozusagen auf gut Deutsch gesagt. Habe ich sehr gerne gemacht, ja. Cool, hat man gemerkt, hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ja, und wenn es einem selbst Spaß macht, dann überträgt sich das ja auch auf die Hörerschaft. So zum Beispiel auch auf meinen geschätzten Kollegen Plücke. Ne? Oh, mein Gott, also die Förmlichkeit, die raubt mir fast den Verstand. Aber jetzt mal eine Frage, apropos Glätte. Glätte-Hashtag. Glätte ist das Thema. Ja, Glätte ist das Thema. Stichwort. Unser Thema. Nicht das Thema des Monats, nee. Das ist was ganz anderes. Aber obwohl wir darüber auch mal eine Folge machen könnten. Eigentlich schon, ja. Glätte. Wow. Wahnsinn. Und das können wir im Schlittern aufnehmen vielleicht. Während wir mit unseren nackten Ärschen irgendwo auf so einem festgefrorenen Teich, zugefrorenen Teich irgendwie rumschlittern. Das ist gar nicht so schlecht. Da müssen wir uns aber beeilen, bevor es zu warm wird. Ja. Aber eine Frage habe ich an dich. Mhm. Und zwar Glätte. Mhm. Wenn du rausgehst und so wie so ein Storch im Salat so rumläufst, damit du nicht hinfällst, ist dir das schon mal passiert, dass du hingefallen bist? Nein, natürlich nicht, denn natürlich ich trage einen Anzug. So. Und es ist aber auch so, also wenn mich die Gefahr übereilt, beinahe auszurutschen, dann schaffe ich es auf einmal, meinen kompletten Gleichgewichtssinn zu bündeln und wie in einem Zaubertrick falle ich nicht hin. Wie in Michael Jacksons Musikvideo ungefähr, bloß ganz anders. Und ist das dann reine Willenskraft oder was ist das? Wahrscheinlich, ich nehme an. Reine Willenskraft und der Anzug. Aber wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist es so, ich frage deswegen, weil ich ein Problem damit, also ist es erstmal, wenn ich jetzt fallen würde, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gefallen war, als es glatt war, aber auch wenn ich so in Stolpern gerate, in Straucheln und mit den Armen so wedeln muss und so, dann habe ich zwei Probleme. Also wenn ich wirklich hinfalle, habe ich zwei Probleme, nämlich, dass ich hingefallen bin und das gleiche Problem, was ich habe, wenn ich so strauchle, und zwar dieser Moment der Schwäche, dass man so die Kontrolle verliert über die Situation,
Eigentlich so wie, auch wenn man niest, dann verliert man ja auch die Kontrolle über seinen Körper. Oder wenn man stirbt, dann, dann verliert man ja auch die Kontrolle über seinen Körper. Aber wenn man so strauchelt, dann ist man, hat man so einen schwachen Moment und Leute sehen das und es ist halt auch ein bisschen witzig und ein bisschen albern. Und man, alle sehen halt, dass du schwach bist in dem Moment. Und schlimmer ist es noch, wenn du hinfällst, weil dann fällst du hin. Und was machst du dann, wenn du auf der Straße, wenn du alleine unterwegs bist und zum Beispiel in der Fußgängerzone hinfällst? Stehst du dann wieder auf und tust so, als wenn nichts gewesen wäre? Lachst du dann? Guckst du dann so runter nochmal und reibst dir nochmal so das Kinn oder so? Was macht man dann, um diesen Moment zu überbrücken? Oder wäre dir das theoretisch, wenn du jetzt hinfallen würdest, was du ja nicht machst, weil du einen Anzug trägst, was würdest du fühlen in der Situation? Also erstmal, das waren jetzt ganz schön viele Informationen hintereinander. Ja, Entschuldigung, muss ich erstmal drauf klarkommen. Auch, ja, du trägst einen Anzug, ich weiß. Naja, so, also so weit bin ich trotzdem noch nicht. Nur weil ich einen Anzug trage, heißt es nicht, dass ich so viele Informationen aufnehmen kann. Ich gebe sie normalerweise nur raus. Aber ich habe dein Anliegen verstanden. Die eigentliche Frage ist doch aber, sollten wir nicht auch etwas mehr für die Bauern tun und für... Nee, Entschuldigung, ich war kurz... ich weiß nicht. Ja, also was mache ich, wenn ich hinfalle? Also ich stehe wieder auf und... Krone richten und weitergehen. Mhm. Ja. Nein, es ist offenbar kein ernstes Gespräch mit dir möglich. Als diese Bauern da so wild geworden sind auf der Straße, da bist du auch ein anderer geworden, merke ich. Ist das so? Ja. Ja, Was ist denn da los? Ich muss gestehen, ich habe mir die Proteste aus Spaß mal angeschaut. Es ist ja so, ich bin ja hier direkt am Puls der Zeit, denn ich lebe ja in der Hauptstadt, ich bin eigentlich dem Pulse der Zeit schon mindestens einen Herzschlag voraus. Ja, Max lebt in Bonn, für alle, die es nicht wissen, ja, in der Hauptstadt. Richtig, Bonn, aber teilweise auch verlege ich meinen Wohnsitz mal nach, ich habe so eine Weltkarte vor mir, ich suche gerade nach einer witzigen Hauptstadt, die so gar nicht mit dem Puls der Zeit zu tun hat. Mhm. Manchmal gehe ich aber auch nach Montevideo. Mhm. War jetzt ein kleiner Witz, aber ja. Nee, und weil diese Bauernproteste hier ja eine Woche lang mehr oder weniger den Verkehr lahmgelegt haben oder ein bisschen befeuert haben, also manche Autos mussten ja auch wegrasen, bevor da dieses riesige Bauernauto, Traktor nennt man das, aber ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf. Deswegen habe ich lieber Bauernauto gesagt. Du, hier darfst du das sagen, wir lassen uns nichts verbieten. Richtig. Das finde ich gut. Also bevor dann so ein Traktor, sage ich jetzt einfach mal, dann über einen rüberfährt, muss man dann ja auch wegrasen. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern dass ich mir diese scheiß Bauernproteste mal angeschaut habe. So, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich so lange gelabert. Also ich habe mir die Bauernproteste angeschaut, einfach aus Interesse. Und zwar am letzten Tag, am Montag. Das war ja das große Bauernprotest-Finale. Und mich hat das einfach mal interessiert, so die Stimmung wahrzunehmen, zu sehen, welche Milieus von Bauern da so teilnehmen. Und insgesamt einfach mal zu sehen, wird wirklich protestiert für das, wofür einem erzählt wird? Oder ist dann einfach doch die Ampel scheiße? Das hat mich eigentlich insgesamt interessiert. Und ich habe mitgenommen vieles, aber nur zwei Dinge physisch. Und zwar Handouts, so Flugblätter, die da rausgegeben wurden. Aber nicht von dem Bauernmilieu, das so meiner Meinung nach einen Großteil ausgemacht hat, sondern von der sogenannten Initiative Demokratischer Konföderalismus. Och, die werten Herrschaften, die Elite oder was? Die studierten Bauern oder was? Ja, das sind, glaube ich, wirklich studierte Bauern. Die hängen irgendwie zusammen mit der jungen Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft. Und denen ist wohl, also hier steht zum Beispiel drauf, ja zu bäuerlichem Protest, nein zu rechter Hetze oder für eine gerechte und nachhaltige Agrarpolitik. Also die waren auf dem Bauernprotest, ich möchte das jetzt nicht so blöd in der Ecke stellen, aber ich würde einfach mal sagen, in einer Minderheit. Aber die haben mir also so ein kleines Zettelchen mit in die Hand gegeben. Und das finde ich sehr, sehr toll. Denn ich kann jetzt heute hier mit Stolz behaupten, wir haben einen Partner-Podcast.
Wir haben Freunde aus der Landwirtschaft, die einen Podcast machen, den ich so toll finde, dass es unser offizieller Partner-Podcast ist. Die Rede kann natürlich von keinem anderen Podcast sein, wenn ich dieses Wort noch einmal sagen muss, raste ich aus, von keinem anderen Podcast sein, als von dem 500 Jahre Bauernaufstand der Podcast. Knackiger Name, knackiger Name. Geht ins Ohr. Und das hat mich so fasziniert. 500 Jahre Bauernaufstand, der Podcast ist, ich lese vor, ich zitiere. 2025 jährt sich zum 500. Mal mit der Ausrufung der 12 Artikel von Memmingen der Bauernaufstand von 1525. Also es geht wer erst kennt, ums... Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Der legendäre Bauernaufstand und den noch legendären den 12 Artikel von Memmingen. Ich bin begeistert. Achso, Moment, die Niederschlagung dieses Aufstands kann als Wendepunkt in der Durchsetzung der kapitalistischen Moderne betrachtet werden. Denn wer kennt es nicht, als dieser Bauernaufstand niedergeschlagen wurde, sind ja dann 1526 auf einmal die ganzen Kaufhäuser und so aus dem Boden gewachsen. Es waren Karstadt. Komische Zeiten damals. Karstadt, ja, genau, ja. hat bis vor kurzem überlebt. Aber dafür haben die Bauern ja auch protestiert, dass Karstadt weiter existieren kann. Ja. So war das ja. Ich frage mich manchmal, werden in 200 Jahren Leute, also so Historiker, nach Dokumenten aus der heutigen Zeit finden und das Einzige, was überlebt hat, aus traurigen Schicksalsgründen, ist unser Podcast und glauben uns alles, was wir erzählen und denken, wir, die Bauern hätten für Karstadt protestiert. Ja, wir können ja dafür sorgen, dass er überlebt. Wir können ja eigentlich einen Satelliten kaufen und unseren Podcast immer da hochschießen. Ja. Und dann ist das Erste, was die Aliens sehen und hören, unseren Podcast. Dann greifen die uns aber sehr bald an. Glaubst du? Glaubst du nicht eher, dass sie sagen, du lieber Gesangsverein, dann müssen wir mal hier wieder lieber schnell, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wollen wir schnell weg. Ja, stimmt, wir distanzieren uns, das kann auch ja, sein. Ja, wir distanzieren uns. Ach ja. Achso, ich möchte bitte kurz weiter vorlesen. Ja, bitte. In dem Podcast 500 Jahre Bauernaufstand, der Podcast, untersuchen wir, wie die Probleme von heute, zum Beispiel das Höfesterben und die ökologische Krise, mit den Entwicklungen vor 500 Jahren zusammenhängen. Also das heutige Höfesterben hat angeblich was mit den Problemen vor 500 Jahren zu tun. Das finde ich ganz interessant. Darüber können wir vielleicht nächstes Mal in unserem Podcast auch reden, aber nicht so ausführlich, denn wir möchten ja unserem Partner-Podcast keine Hörer klauen. Außerdem gehen wir der Frage nach, was die Bauernaufstände mit dem beginnenden Kolonialismus und der Hexenverfolgung zu tun haben. Das hat mich sehr begeistert, wobei ich mir kurz unsicher war, haben die jetzt über die heutigen Bauernaufstände geredet oder über die damaligen? Also wie sieht jetzt unsere Zukunft aus? Das war mir kurz nicht klar, als ich das durchgelesen habe. Jetzt reinhören, steht noch. Also danke an unsere Freunde von 500 Jahre Bauernaufstand, der Podcast, und liebe Grüße auf die Felder oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Wir denken an euch und wir hoffen, dass eure Form des Protests euch irgendwie geholfen hat. Ja, das war natürlich irre, aber ich muss auch eins sagen, wenn man 500 Jahre lang Aufstand macht, ist es da, also erstmal, ist es da noch ein Aufstand, wenn man 500 Jahre einen Aufstand macht, oder ist es dann einfach Normalität? Mhm. Und zweitens, Leute, die immer schreien, zum Beispiel Martin Rütter hat das mal gesagt, da war einer, der hat seinen Hund immer angeschrien. Also wenn er irgendwas falsch gemacht hat, dann immer gleich geschrien. Also nicht jetzt das aufgebaut, vielleicht erstmal so ein bisschen strenger und dann auch irgendwann am Ende schreien oder einen runterhauen oder so, keine Ahnung. Der hat immer nur geschrien. Und dann sagte Martin Rütter, wer immer nur schreit, der kann sich halt erstens nicht mehr steigern und zweitens gewöhnt sich der Hund da dran, an diese Tonlage. Und das ist halt nichts Schlimmes mehr, keine Ermahnung mehr für den Hund. Und jetzt frage ich mich, wenn man als Bauer 500 Jahre lang, also erstmal, welcher Bauer wird 500 Jahre alt? Das ist die weitere ist schon, Frage. Ja, erste Fake News aufgedeckt, ja, an dieser Stelle. Ja, so. Oder die leben einfach länger. Vielleicht leben Bauern ja auch länger, keine Ahnung. Aber wer 500 Jahre protestiert, der riskiert doch Normalität, oder? Ja, klar. Also jeder Zustand normalisiert sich irgendwann. So. Ich meine, wir sehen das ja jetzt auch. Wenn man in der Politik immer populistischere und schlimmere Wörter einsetzt, wird es auch irgendwann normal. Also es normalisiert sich ja alles. Irgendwann normalisiert sich auch unser Podcast hier. Irgendwann
schalten Leute nicht, also machen den Leute nicht mehr an und dann sagen sie nach einer Minute, was ist denn der Scheiß, sondern irgendwann schalten sie den einfach an und dann bleiben sie dran und merken nicht mal mehr, was sie hier vorgesetzt bekommen vom System, von dem Wittberger-System. Wacht auf, Leute! Schlafschafe auf den Bauernhöfen da draußen, von den ganzen Agrarmenschen, die protestieren waren. Wacht auf! Komm Oder mal, komm. ja, ich schlafe halt gerne ein zu Podcasts. Also ich höre die gerne zum Einschlafen, die bringen mich gut runter. Also Ach, das könnt was ihr hörst auch du machen. da so? Wacht auf oder schlaft ein, okay? Gut, Sehr danke. gut, sehr gut. Was hörst du denn für einen Podcast, wenn du einschläfst? Gemischtes Hack. Nur Plückebaum der Podcast. Oh, ja, da kann man doch nicht schlafen bei, oder? Das ist doch so aufwühlend. Das ist viel zu aufregend, ja. Das, also, da bleibt kein Auge trocken, aber, oder zu. Nee, was höre ich denn zum Einschlafen? Ach, irgendwas, was mich irgendwie interessiert, aber nicht genug, als dass ich wach bleiben müsste. Also, dann höre ich mir sowas wie, wie heißt denn das? Hier, kennst du Medienkuh? Ja, da reden die dann so über Fernsehquoten und so. Also irgendwas, was Wow. ja, was Geil. irgendwie so halb meinem Interesse entspricht, aber nicht genug, als dass ich wach bleiben müsste. Und dann kann ich schön einschlummern und dann träume ich von Are You the One oder so. Oder von dem Sommerhaus der Stars. Und dann geht's mir gut. Cool, hört sich toll an. Meine Kollegin hört manchmal Waschmaschine. So als Geräusch. Was? Wieso das denn? Ja, weil so ein monotones Rauschen oder so ein Geräusch, das beruhigt wohl irgendwie, genauso wie Zugfahren oder sowas. Ja, das ist ja dieser legendäre White Noise. Das ergibt ja auch Genau. Sinn. Waschmaschinen sind ja in der Regel auch immer weiß, aber ich wusste nicht, dass dieses Geräusch einen auch beruhigen kann. Ich habe es mal probiert mit Walgesängen. Ja, ungefähr. Das war aber Käse. Und sonst, also so Hintergrundgeräusche machen mich, habe ich das Gefühl, irgendwann aggressiv. Wenn die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas läuft, außer so eine, also wenn es eine echte Spülmaschine ist, super, aber ich sitze jetzt auch nicht auf so viel Geld, als dass ich jede Nacht die ganze Zeit meine Spülmaschine laufen lassen könnte. Und wenn ich das aber vom Handy abspielen würde, dann wäre das einfach nicht das gleiche Erlebnis. Also das ist doch so, als würde man sich ein Konzert im Fernsehen anschauen. Deswegen lasse ich das lieber. Vor allem bei einer Waschmaschine oder Spülmaschine weißt du ja auch, die arbeitet ja für dich, ne? Die arbeitet ja gerade für dich, ne? Das ist auch Ah, beruhigend. so ein gewisses Machtgefälle auch. Ja, ganz genau. Verstehe, wie mit so Ja. einem Staubsaugerroboter, den man dann anmacht. Und dann freut man sich noch, wenn er sagt, ich habe die Reinigung abgeschlossen. Oh, hast du so einen? Ja, der spricht ganz lieb mit mir. Hast du da Augen drauf geklebt? Noch nicht. Hat er einen Namen? Nee, auch nicht so richtig. Ja, Nur ich bin. arbeiten, ne? Arbeiten, arbeiten. Ne? Alles andere ist dir egal. Der soll einfach funktionieren. Ja, genau. So ist das in der heutigen Gesellschaft. Schlimm genug. Moment, da möchte ich nochmal kurz. Die Niederschlagung dieses Aufstandes kann als Wendepunkt in der Durchsetzung der kapitalistischen Moderne betrachtet werden. Das hast Also, du, die damalige ja? Zeit ist schuld. Ja. Aber das passt irgendwie auch so zu dir. Ich merke, ich stelle mir so vor, wie du da so sitzt mit deinem Schlips und mit deinem Anzug und redest dann diese geschwollenen Wörter von diesem Bauernaufstand 500 Jahre. Was wäre denn, wenn wir mal uns einladen in den Podcast? Einfach so als Gast. Ja, bitte. Also ich denke, es ist an der Zeit. Ich meine, ich war bei dem Bauernaufstand, du bist auch hier dabei. Also warum nicht? Ich meine, wir wären die perfekten Gäste. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass die Gästeliste für diesen Podcast schon zu voll ist, dass sie keine Zeit mehr haben, um mit uns eine Folge aufzunehmen. Aber falls sie mal eine Folge entbehren könnten, in der wir dabei sein könnten, wäre es super. Also wir wären sehr gerne dabei. Ich habe mir den Bauernaufstand angeschaut. Plücke sieht aus wie eine Vogelscheuche. Warum nicht? Wir machen das sehr, sehr gerne. Freue ich mich Ja, drauf. so. Und vor allem, ich meine, nach 500 Jahren Podcast und Aufstand hat man vielleicht mal eine Folge Zeit, uns dabei zu haben, oder? Das stimmt. Ja, wenn die das schon so lange machen, das ist ja vor allem auch dann eine ganz historische Riege, in die wir uns ja einreihen. Oh ja. In eine Reihe von
Bauern, die schon seit 300 Jahren nicht mehr leben oder keine Ahnung, vielleicht ist da der Bauer dabei, der als erster in Deutschland Kartoffeln angepflanzt hat und der die erste Kuh umgebracht hat und so weiter. Das ist doch spannend. Und dann kommen wir. Warum nicht? Ja, wir haben auch viel zu erzählen. Wir haben zum Beispiel auch ab und zu mal, ja, Kartoffeln. Ich habe letzte Woche Kartoffeln gekocht, vorher geschält. Das Ja, kann ich zum okay. Beispiel erzählen. Du Das hast aber wahrscheinlich auch ja. was beizutragen, oder? Wie hast du das gemacht mit dem Kartoffelschälen? Oh, das ist immer natürlich sehr gut, dass du fragst, weil das kann ich Ja. erzählen. Na, mach Ich mal. habe die Kartoffeln, ich habe einen Topf gehabt mit Wasser drin. Ist ganz wichtig. Und dann habe ich die Kartoffeln geschält und gleich nach dem Schälen auf dem Brett, auf dem Schneiderbrett geviertelt und die dann ins Wasser getan. Das ist ganz besonders wichtig. Würde man das Wasser nicht in den Topf füllen, würden die Kartoffeln braun werden, weil die immer so Wasser brauchen, wenn die von der Schale jetzt gelöst sind. Ach, wie Und dann habe ich Äpfel. so Stück für Stück, Wow. ja, ganz genau, ganz genau. So, und dann habe ich so Stück für Stück geschält, wobei Äpfel kann man mit, Fun Fact, hier für alle, die es noch nicht wissen, Äpfel kann man mit Zitronenwasser vom Brau von der Bräunigung abhalten. Wusstest du noch nicht, ne? Doch. Siehst du. Richtig. Ich Ja, habe und eine dann habe ich Krawatte an, so. was erwartest du? Ja, natürlich, klar. Und ja, dann habe ich die geschält mit dem Sparschäler, Hashtag, und, Fragezeichen, und danach gekocht. Ah Und jetzt ja. kommst du. Hast du das denn schon mal gemacht in deinem Jetzt komme Leben? ich. Boah. Das ist mir zu privat. Oh. Ja. Aber also ich kann, ich bin, ich liebe das Land, ja. Also ich bin zwar Stadtkind, aber immer wenn ich rauskomme, die Luft und alles, das ist auch, ja. Und dann tolle ich über die Felder und ich genieße das. Also ich fühle mich, im Herzen bin ich auch ein Bauer. So wie Christian Ja, Lindner eigentlich. ja, das habe ich aber auch schon gemerkt bei dir. Danke. Du hast auch so riesige, riesige Schuhe, ne? Und da ist auch immer so Klumpen Matsch drunter, wo man immer nicht weiß, ist das jetzt Kuhdung oder ist das einfach Matsch? Ja, und dann stinkt das und dann, ne? Also, ich weiß, also dir fällt es immer, wenn ich hier in unser Studio reinkomme, in Bad Salzuflen, wo wir regelmäßig uns treffen zu einer Aufzeichnung oder auch wochentags immer als Redakteure hier, um unsere Show vorzubereiten, dann trete ich hier immer ein, ich komme in die Redaktion und das Erste, was Plücke zu mir sagt, ist: Mensch, hast du aber große Schuhe und da ist ja auch Matsch drunter. Bist du etwa Bauer? Also höre ich ständig. Also von dir. Und das war eigentlich so ein Wink beim Zaunpfeil, aber den hast du nicht verstanden. Und darum, am zweiten Tag hing dann so ein passiv-aggressiver Zettel an der Tür. Wir ziehen hier die Schuhe aus. Mit dem Smiley noch. Ach so. Ja, hast Ich du habe mich nicht. schon gefragt, warum der Smiley am dritten Tag verschwunden war. Warum da so ein Penis drauf gemalt wurde, ne? Ja, Ja, genau. ja. Gut, dass du es sagst. Ja, nee, Ja. tut mir leid. Also, ich möchte damit, glaube ich, einfach vortäuschen, ich würde einer harten Arbeit nachgehen. Das ist aber nicht so. Ich komme einfach zu Fuß ins Studio. Und du weißt, wenn man durch Bad. Was, also, was zwar in Bad Salzuflen passiert, bleibt auch in Bad Salzuflen, aber wenn man da mal durchläuft, dann ist das ganz schön gruselig, was da so unter den Schuhen hängen bleiben kann. Aber da möchte ich nicht Ja. genau drauf eingehen. Naja, die meisten Straßen sind ja noch nicht geteert, ne? Das haben sie ja noch nicht erfunden. Ja, stimmt. Das muss erstmal. Ach so, Moment, muss ich nochmal kurz zitieren. Außerdem gehen wir der Frage nach, was die Bauernaufstände mit dem beginnenden Kolonialismus zu tun haben. Also, wenn wir Berliner Bad Salzuflen kolonialisieren, dann führen wir da den Teer ein. Aber ich denke, das dauert noch ein bisschen. Ist noch nicht spannend genug. Na. Ich habe noch eine Frage bezüglich deiner Krawatte. Ist Okay. das eigentlich ein Manchester-Knoten oder ist das ein einfacher Knoten? Das ist ein doppelter Windsor. Ach, Ja. Weißt du, wie der doppelter geht? Soll ich das Windsor. mal, soll ich mal kurz Ja, mach vormachen? mal. Wie, okay, Ja? ich mache die Krawatte mal kurz auf. Ja? So. Gut. Und guck, jetzt nehme ich die so. Aha. Dann mache ich hier einmal zack. Aha. So, schwupp. Und dann hier wieder zack. So, das ist der doppelte Windsor. Das ist der Also für doppelte alle Winzer. Zuhörer da draußen, das ist der doppelte Windsor. Das schlag mich tot, doch ich pfeife am Stängel. Aber jetzt mal ganz im Ernst,
du bist ja, würde ich ja einfach mal behaupten, an Mode interessiert. Was hältst du denn von so klassischer Herrenmode, so einem schönen Anzug, einer schönen Krawatte? Geht das denn nicht immer? Ich mag die Anzughosen nicht. Ich finde, die sind so aus so einem dünnen Stoff und die sitzen ganz komisch irgendwie am Körper. Die schmiegen sich dem Körper immer so an und es sieht immer so eng und beklemmt aus. Ja, die von Kai Pflaume vor allem. Ja, der hat aber auch einen Knackarsch, oder? Und auch dicke Waden, weil er ist ja schließlich ein Sportler. Der ist ein Sportler, ja, aber deswegen zieht sich sein Hosenbein immer so hoch. Und das heißt, also wenn er dann in seiner Anzughose da sitzt, sieht es aus, als säße er in Dreiviertelhose da. Weil er dann immer sitzt und seine starken Beine sein Hosenbein hochziehen. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, Aber nee, das finde ja, ich, ja. aber es Ich gibt ja finde verschiedenste das. Anzughosen. Ja, das weiß ich doch alles, weiß ich doch alles. C&A, H&M, ne? Genau, Die, genau, oder? So, genau. die Ja, Unterschiede. Ja. ja. Also, Ja, was nee. sagst du jetzt zu meiner? Ja, deine finde ich ganz cool. Allerdings frage ich mich da, ist das da ein Schlüsselbund in der Hose oder freust du dich, mich zu sehen? Sag mal, was ist denn unser Thema des Monats? Ach du, apropos Schlüsselbund in der Hose, ne? So, unser Thema des Monats. Nee, erstmal das Jingle, jetzt kommen wir. Nee, das ist mal ganz der Gag nochmal von vorne. Apropos Schlüsselbund in der Hose. Jetzt kommen wir zum Thema des Monats. Das Thema des Monats. Was ist denn das Thema des Monats? Das Thema des Monats ist die 1920er Jahre. Inflation, politische Instabilität, wachsende Gefahr von rechts. Die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren geprägt von heute unvorstellbaren Herausforderungen. Arme Menschen lebten in viel zu großen Städten, in viel zu kleinen Wohnungen und hatten es schwer, ihre Familie ordentlich zu versorgen. Doch auf der anderen Seite stehen die glücklichen 20er Jahre, in denen die feierwütigen Feierfreunde feuchtfröhlich feierten. Wie beide Lebenswelten zusammenpassen und was Angela Merkel mit der damaligen Situation zu tun hatte, erzählen wir heute im Plücke? Hallo? 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 Also ich höre Plücke nicht. Also ich sehe ja auch, dass er nichts sagt. Er sitzt ja direkt gegenüber von mir, ist ja klar. Das wissen wir ja alle. Ja. Naja, dann. Das ist komisch, der bewegt sich nicht mehr. Der sitzt da so leblos auf seinem Stuhl und schaut in die Gegend, als wäre nichts. Komisch, wie eingefroren. Naja, mache ich erstmal weiter. Also wie Plücke gerade schon sagen wollte, gesagt hat, erzählen wir euch heute was über die goldenen 20er. Der historische Kontext ist zunächst anders als vermutet, nämlich ein wenig unglamouröser, denn der Anfang des neuen Jahrzehnts war geprägt von typischen Nachkriegsproblemen, Salmonellen und Durchfall. Viele verwundete Soldaten waren noch nicht über den Schock ihres Einsatzes hinweg. So erzählte ein Invalide 2018 anlässlich des 100. Jubiläums des Kriegsendes Folgendes. Achso, Moment, jetzt muss ich ja hier das Mischpult drücken anscheinend, wenn Plücke hier nicht reagiert. Muss ich jetzt hier auf dem Mischpult den Knopf. So. Ich hatte ganz schwer Durchfall. Das war wirklich nicht schön. Das plodderte nur so raus. Ich Das hatte ganz ganz schwer schwer Durchfall. mir. Das war wirklich Ich nicht hatte schön. ganz schwer Das war Durchfall. wirklich nicht Das schön. war wirklich Das nicht schön. war wirklich Das war nicht Oh, sorry, da habe ich wohl ein bisschen zu häufig drauf gedrückt. Doch so wie dieser Soldat gerade meinte, sahen es nicht alle. Ein Großteil der verwundeten Heimkehrer kehrte bereits nach kurzer Zeit auf den Arbeitsmarkt zurück, etwa als Jäger, Maler, Lackierer oder Podcaster. Der prominenteste Nachkriegspodcast, Guten Morgen und Gasmaske, der als Morningshow konzeptioniert war, lockte regelmäßig ein großes Publikum an. Ja, ist das nicht interessant? Also, nach dem Krieg war es so, dass viele Menschen. Blicke erstmal überhaupt zu? Das ist echt komisch. Also, ich weiß jetzt auch gerade nicht ganz, wie ich reagieren soll. Das ist so, als wäre er gar nicht anwesend. Es fühlt sich an, als wäre er gar nicht im selben Raum wie ich.
Ja, um das mal kurz so zu beschreiben. Er sitzt gegenüber von mir. Ich kann ihn sehen. Es sieht auch so aus, als würde er in jeder Sekunde wieder zum Mikrofon laufen und also er muss ja nicht laufen, ist ja klar, aber in jedem Moment wieder vorpreschen und dann seine witzigen Kommentare dazwischen schmeißen. So wie ihr unseren alten Plücke kennt. Ne? Dafür ist er ja bekannt. Aber irgendwie macht er das nicht. Das ist ganz komisch. Also jetzt wäre eigentlich er dran mit dem nächsten Fakt. Willst du den machen, Plücke? Hallo? Gott. Jetzt, nee. Okay, jetzt hat er auch noch so komischen Schaum vorm Mund. Nee, dann mache ich das mal lieber. Thema Inflation. Das Leben zur damaligen Zeit war keineswegs ein Zuckerschlecken, und vor allem auch gar nicht so einfach. Nachdem sich das alltägliche Leben gerade normalisiert hatte, wartete nämlich der nächste harte Schock auf die deutsche Bevölkerung. Der Bubikopf, nee, Moment, Entschuldigung, die Inflation war nämlich das nächste Problem. Die Preise für sämtliche Produkte stiegen ins Unermessliche und das Geld verlor seinen Wert massiv. Ab 1923 konnten sich deutsche Bürger nur noch schwerlich Produkte wie Fabis oder Ü-Eier besorgen, was viele Menschen tief traf. Die schwierige Situation besang Hans-Peter Baxter gut 20 Jahre später in seinem Kulthit »Wie viel kostet der Fisch?«, indem er einen neuen Namen für diese wirtschaftliche Situation prägte. Hyperinflation. Ja, das ist ein ganz bekanntes Lied. Ich meine, der Hans-Peter Baxter war in den 50ern ja sowas wie der deutsche Elvis. Und es ist Wahnsinn, welche kulturellen Auswirkungen er nachträglich hatte, ne? Dass sich dieser Begriff so durchgesetzt. Ich merke, ich rede einfach nur in der Hoffnung, dass Plücke irgendwann dazwischen prescht. Grundsätzlich merke ich das, aber jetzt vor allem, wenn er gar nichts sagt. Das ist ganz komisch. Jetzt warte ich die ganze Zeit, dass mein Satz abgebrochen wird und deswegen finde ich gar kein ordentliches Ende für meinen Satz. Das ist eine ganz schlechte Voraussetzung, um einen Podcast zu machen. Aber ich meine, gut, Entschuldigung, wenn wir eigentlich ja als Doppelmoderation angesetzt sind und der eine auf einmal einschläft oder ich weiß nicht, was das ist. Er produziert Schaum vom Mund, seine Augen sind rot, ein bisschen gelb und die quellen langsam auch so hervor. Eigentlich will ich mir das nicht, oh Gott, ich schaue mir das lieber nicht mehr an. Ich lese den Text mal weiter, dann muss ich mir dieses Elend nicht anschauen. Also, oh Gott. Ja, denn, liebe Freunde, zurück zum Thema. Auch die schönste Hyperinflation geht einmal zu Ende. Sobald der Hype abklang, konnte man wortgemäß auch nicht mehr von einer Hyperinflation sprechen. Und somit war bald auch der ganze Geldproblem-Inflationsquatsch gegessen. Als der Wohlstand seinen Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft fand, nahm das Leben eine aufregende Wendung. Mitsamt der Erfindung des Wochenendes sorgte der Wohlstand für ein neues Gefühl in der Gesellschaft. Spaß. Dieses Gefühl wurde 1927 von August Heinrich Spaß entdeckt und benannt nach ihm. Ja. Die Menschen gingen wieder öfter aus, gingen singen, tanzen, lachen, laufen, joggen oder in Backkurse. Jazzmusik gehörte zum Zeitgefühl dazu. Künstler wie die Comedian Harmonists mit ihrem Frontmann Max Raabe wurden immer populärer, was der älteren Gesellschaft, die eher mit Johann Wolfgang von Beethoven oder Olaf Schubert aufgewachsen war, gar nicht zu schmecken schien. So kam es bei regelmäßig veranstalteten Open-Air-Festivals der Comedian Harmonists immer wieder zu flinken Wortgefechten zwischen der älteren und jüngeren Generation, wie hier zu hören. Na, was los, Oma? Das ist normal, das ist die Generation. Alle hüpfen sie hier rum. Das ist ein Krach, aber keine Musik. Roy Black. Roy Black ist die Musik. Roy Black. Wer ist denn zu Roy Black abgegangen? Sind bei Roy Black so hundert, viele tausend Menschen rumgesprungen? Ich glaube nicht. Geht lieber mal arbeiten, da tut er was Vernünftiges, ja? Ja. Also. Arbeit mal rum, wir sind jung, wir haben noch das ganze Leben zum Arbeiten. Techno ist unsere Welt. Oh, da ging es aber ganz schön ab. Das erinnert mich ein bisschen an die Situation, wenn Plücke wieder irgendwas Verrücktes macht und ich ihn dann versuche, ein bisschen runterzubringen. Das ist ja auch meine Aufgabe hier als Podcast-Ältester. Muss man auf den Nachwuchs auch achten. Man möchte ja nicht, dass er auf die schiefe Bahn gerät und dann auf einmal groß auf der ersten Seite der Bild mit irgendeinem Skandal steht. Ne, Plücke? Bitteschön. Nicht mal Danke kann der sagen. Das ist echt unfassbar. Bisschen abgehoben auch. Kleines bisschen abgehoben. Nicht mal danke. Gut. Dann mache ich mal weiter. Ja.
Was das genaue Ende der goldenen 20er ausmachte, ist in Historikerkreisen stark umstritten. Ein Großteil nennt jedoch dieselbe Antwort. 1930. Ja, gut, das wäre jetzt alles, was hier aufgeschrieben ist. Den Rest hätte Plücke jetzt sonst vorgetragen aus dem Kopf. Ja, dann habe ich jetzt noch ungefähr 30 Sekunden Redezeit und da kann ich ja einfach ein bisschen so ja, jazzmäßig sketten. Das Thema des Monats. So, das war also das Thema des Monats, die goldenen 20er Jahre. Plückes Lieblingsthema. Wundert mich, dass er dabei eingeschlafen ist. Ja, also inzwischen, also seine Augen sind immer noch offen. Der Schaum hat sich ein bisschen verfestigt inzwischen um seinen Mund herum. Das sieht ganz lustig aus, ein bisschen wie ein Weihnachtsmannbart. Ho, ho, ho. Ach ja, und ja, seine Augen, oh Gott, die platzen bald, glaube ich. Das platzt, oh Gott, das fliegt uns ja alles noch um die Ohren. Zum Glück haben wir noch eine Plexiglasscheibe zwischen uns. Das ist ja, wir haben ja, wir zeichnen ja im Jahre 2020 auf für 2024. Gut, dass wir die Plexiglasscheibe hier haben. Oh Gott, das würde ich sonst nicht aushalten. Ja, aber schön, dass ich jetzt den Podcast und die Macht an mich reißen konnte. Eigentlich würde Plücke ja mitmachen, seinen Part vom Hauptteil übernehmen, euch Informationen liefern und dann würde er wieder die ganzen Lorbeeren ernten. Mann, Plücke, das hast du aber schön gesagt. Du hast aber eine tolle Stimme. Och, schön, schön, schön. Nein, nein, heute nicht. Heute ernte ich alle Lorbeeren, alle Lobe. Das ist übrigens der offizielle Plural, das habe ich mal gegoogelt. Alle Lobe gehen heute an mich, das freut mich sehr. Kann ich das ja gerne öfter machen. So, ich frage mich jetzt aber gerade ein bisschen, ob ich einen Krankenwagen anrufen soll, wenn ich mir das so ansehe, was mit Plück. Na gut, hat ja noch ein bisschen Zeit, wir haben noch ein bisschen Programm vor uns, denn wir sind ja jetzt mitten im Februar und der Februar ist zumindest in seiner Mitte ein ganz besonderer Monat, der Monat der Liebe. Oder der Monat mit dem Tag der Liebe. So ist es vielleicht besser. Und für alle, die noch nicht genau wissen, mit wem sie diesen Tag verbringen können, beziehungsweise die noch gar nicht versucht oder sich getraut haben, jemanden für diesen Tag zu finden, für die haben wir ein paar Tipps. Hier sind unsere Valentinstag-Last-Minute-Anmach-Tipps. Wir haben uns hier im Team nämlich mal zusammengesetzt und drei... Glücke? Gott, erschreck mich doch nicht so. Entschuldigung, was machen Sie bitte für ein lautes Geräusch? Thomas? Nee, ich bin der andere. Ah! Cäsar! Ja, also ja. Plücke, was war los, Mensch? Alles gut? Ja, warum? Was war, was, warum? Warum fragst du so blöd? Ja, fass dir doch mal vor deinen Mund. Das ist Leben. 100% Leben. Hast du noch nie was davon gehört? Ich bin Lebemann. Ist das so? Ach Gott. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich habe gerade kurz auf die Uhr geguckt. Du wolltest gerade die Valentinstags machen, ganz aber genau. Dann warst du irgendwie so abgelenkt von der Zeit und keine Ahnung was. Was soll ich jetzt? Ich habe jetzt reingeredet, um zu tun, als wüsste ich das, aber ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Weißt du, wir haben doch so, ich hoffe, du kannst dich dran erinnern, wir haben Valentinstags Flirt-Tipps zusammengetragen. Ja, ja. Ja, und jetzt ist ja bald Valentinstag, also wir sind in Richtung Ende des Podcasts und somit nähert sich der Valentinstag ja. Der war ja am Anfang des Podcasts noch nicht so nah und deswegen wird es langsam Zeit für die Last-Minute-Flirt-Tipps. Ja, ja. Mach die mal bitte. Das hier jetzt. Ist auf dem Zettel jetzt hier, ne? Das ist ja, dieser genau. Punkt da, ne? Ja, gut, da hast du die aufgeschrieben vorhin, ja.
Also liebe Leute, liebe Flirtfreunde, liebe Menschen, die alleine sind und gerne nicht mehr alleine sein wollen, sondern vielleicht irgendwelche Menschen noch um sich rum haben wollen oder so, keine Ahnung, so mit Liebe und Petting und sowas. Für die und vor allen Dingen auch die, die einfallslos sind und die auch gar keine Ideen haben, wie man irgendwelche anderen Menschen ansprechen kann, für die kommen jetzt die Valentins Last Minutes. Die Valentins, das ist auch ein langes Wort, was er da aufgeschrieben hat. Die Last Minutes, Valentins Last Minutes Flirt-Tipps. So. Flirt-Tipp 1, der so zum Einstieg und so für die etwas schüchternen Menschen auf der Welt, ist folgender. Glaubst du an Schwerkraft? Denn immer, wenn ich dich anschaue, ziehst du mich runter. Würdest du da drauf anspringen zum Beispiel? Finde ich interessant, habe ich so noch nicht gehört. Ja. Der stammt aus deiner Feder, richtig? Das stammt aus meiner Feder, richtig klar. Ach, da merkt man die Erfahrung. Du, ich bin 15 Jahre alt. Ich habe mit ungefähr 8 Jahren angefangen zu flirten. Ja. Mit 9. Ein bisschen Roberto Blanco. Hat er das auch so früh angefangen? Ja, klar. Ah, okay. Ja. Aber den kennst du ja gar nicht mehr in deinem Alter. Aber zu meiner Zeit war der sehr populär. Hat mir meine Ur-Ur-Ur-Oma von erzählt mal. Das war doch so einer, der von vorne so total jung aussah und hinten auf einmal so eine Pläte hatte, ne? War das nicht so einer? Hinten eine was? Eine Pläte. Du meinst die Haarpracht? Ja, die Haarpracht, klar, die Pläte. Ja, doch. Also das war der und das war eben auch der so viel Erfolg bei den Frauen hatte, weil die sehen ihn ja zunächst nur von vorne. Mhm. Ja, stimmt, klar. Von hinten ja erstmal, also von hinten sehen die den ja auch, wenn alles zu Ende ist, ne? Wenn er wieder geht. Das wäre aber irgendwie scheiße, wenn man beim Flirten rückwärts zur Frau geht. Das würde, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Das hat der auch ungefähr so, genauso früh verstanden wie du, dass man beim Flirten am besten vorwärts läuft. Wow. Ja, aber jetzt mach mal hier mit dem zweiten. Das ist auch ein guter Tipp, den du da einfach so, du bist so bescheiden so und mit deinem Anzug hast wahrscheinlich noch nie geflirtet in deinem Leben und so, weil du immer nur in der Sparkasse rumhängst und irgendwie Kredite ausrechnest. Aber das ist mir. Ja, klar, ist ja nur Satire. Aber so als kleiner Tipp so zwischendurch auch, immer geradeaus gehen, ne? Nicht rückwärts zum Date. Das wäre jetzt kontraproduktiv. Ne? Okay. So, der zweite Flirt-Tipp, und das ist mein liebster Flirt-Tipp, mit denen habe ich schon im Kindergarten schon alle möglichen Menschen so ja, überfordert praktisch mit der Romantik, ist folgender. Bist du ein Astronaut, der noch einen Platz in der Rakete neben dir frei hatte und mich mitgenommen hat? Denn die Situation ist jetzt momentan so, dass ich mich so fühle, als wären wir beide gemeinsam mit einer Rakete ins All geschossen und nun total schwerelos und losgelöst von allem, was normalerweise im Alltag so belastend und lästig ist. Was sagst du dazu? Boah, ich habe gehört, so hat Sido damals die Zusammenarbeit mit Andreas Burani zustande gekriegt. Ja. Ja, da erzählt man sich aber zweierlei Geschichten. Ne? Ich hab das so vor Augen, dass Moses P. das zu Xavier Naidoo gesagt hat und Stefan Raab ihm dann einen runtergehauen hat. Das ist natürlich auch ein sehr populäres Szenario. Stefan Raab übrigens, wo wir gerade auf ihn zu sprechen kommen, produziert ja jetzt nicht mehr die Raab-TV-Sendungen. Mhm. Also Stefan Raab gehört Raab-TV nicht mehr, das finde ich sehr schön. Mhm. Hat jetzt aber Raab Entertainment gegründet. Mhm. Das ist, ich habe, das muss ich an dieser Stelle kurz erwähnen, direkt eine E-Mail geschrieben. Die Nachricht von Raab Entertainment kam Anfang des Jahres. Und direkt Anfang Januar habe ich eine Bewerbung an Raab Entertainment geschickt und bis heute keine Antwort bekommen. Und ich denke, es liegt daran, dass ich noch nicht diese tollen Flirt-Tipps gewusst habe. Ich werde jetzt eine geupdatete Version meiner Bewerbung nochmal hinterher schicken mit einem Flirt-Tipp. Vielleicht kannst du mir dann nochmal einen extra anfertigen. Mhm. Das wäre ganz freundlich. Jetzt möchte ich aber auch nicht weiter unterbrechen. Wir haben nicht viel Zeit. Was ist denn der dritte Flirt-Tipp? Der dritte Flirt-Tipp ist folgender. Hey, bist du eine Muschel? Und dann guckt die Person so, hä? Muschel? Und dann, pass auf, dann leg mal los. Wow. Du bist von außen sehr hübsch und deine Innereien sind eine Menge Geld wert. Wie würdest du da reagieren? Würdest du mir eine scheuern oder würdest du direkt Zungenkuss mit Zungenschlag?
Das kommt immer darauf an, worauf das Gegenüber steht. Und natürlich, worauf ich auch, wozu ich in der Lage bin. In der Lage bin, ja. Fühlst du dich nicht in der Lage, einen Zungenkurs mit Zungenschlag durchzuführen? Zungenschlag? Wie geht der Zungenschlag? Wie geht denn der Zungenschlag? Ich würde es jetzt gerne dir zeigen, aber das finde ich nur ein bisschen zu intim gerade. Alles gut. Das könntest du falsch verstehen. Das ist ja, wir befinden uns ja mitten hier in der, also für die Leute, die das nicht wissen, wir nehmen diesen Podcast immer 4 Jahre vorher auf. Wir sind gerade mitten in der Corona-Pandemie. Zwischen uns ist so eine große Plexiglasscheibe. Und wir dürfen nur für den Podcast raus. Wir haben so einen Schein, den wir immer mitnehmen müssen. Für Witwe Berger, weil wir sind systemrelevant. Das ist der einzige Grund, wofür wir raus dürfen. Aber natürlich dürfen wir uns hier auf keinen Fall irgendwie näher kommen. Deswegen haben wir hier diese Scheibe zwischen uns. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Wobei, ich habe auch einen Schein. Ich hab einen Schein. Ich darf nämlich auf die Maske verzichten. Ja? Der Arzt mir bescheinigt. Ja, ja. Beim Sprechen? Beim Sprechen oder und was? Überall. Ja, weil ich ja ganz schweres Asthma habe. Och Mann. Ich kann ja ohne die Maske nicht atmen. Das ist ja sowieso eine Todesstrategie von der Merkel. Am Rande nur. Es tut mir leid. Ja. Das ist ganz schlimm. Nee, ich muss sie, ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich muss sie beim Reden auch tragen. Deswegen. Aber inzwischen habe ich mich ein bisschen arrangiert damit, habe einfach ein Loch vorne reingeschnitten und dann versteht man mich auch wieder besser. Also das funktioniert ganz gut. Für mich zumindest. Aber für dich, wenn du so Asthma-Probleme hast, dann ist das natürlich ganz schlimm. Das will ich nicht irgendwie kleinreden. Danke, danke. Ja, war das schon alles? Ja, da war schon eigentlich schon alles. Dann lass uns mal jetzt das Formatchen zumachen, hier den Jingle nochmal. Ja, gut, danke, dass du uns geholfen hast, weil das ist natürlich so, es ist ja nicht mehr lang. Bis wann? Na, bis Valentinstag. Ach so, ich dachte, bis tot, das ist ja das Leben, oder was, nicht mehr lang. Das auch, ja, es ist ja nicht mehr lang, deswegen gut, dass du so kurz, bevor wir der Welt Lebewohl sagen müssen, uns nochmal geholfen hast, dass wir irgendwie zu Kontakten kommen, ne? Ja. Aber so bist du. Also da machst du auch nichts, da verlangst du nicht irgendwie extra Geld für oder keine Ahnung was, sondern das machst du einfach mal so. Ja, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin und wenn ich das auch den Menschen, die zuhören, mal sagen kann, ich habe es eigentlich für Max gemacht, diese Flirt-Tipps, weil es war folgende Situation vor der Podcast-Aufzeichnung. Wir gehen ja immer in so eine kleine Bäckerfiliale. So ein Stehbäcker und Backwerk Hashtag und ich kaufe mir dann mal ein Croissant und ich habe jetzt für Max auch was ausgegeben und zwar so ein Laugenbrötchen so und dann sage ich hier für den Herrn Laugenbrötchen und dann sagte die Frau zu Max sagte dann mit oder ohne Körner und Max hat dann so einen roten Kopf gekriegt, hat so rumgestammelt, hat so ein blödes Zeug geredet. Gott, das solltest du doch nicht erzählen. Ja, das war so peinlich und dachte ich mir, gebe ich dir mal ein paar Tipps. Weil stell dir mal vor, du hättest so reagiert bei der Bäckerin. Hättest diese drei Slogans, so sage ich das mal, Hashtag, angewendet. Ja, hintereinander, genau. Dann hättest du nicht nur, ich sag mal so, da hättest du nicht nur ein Laugengebäck gekriegt. Sondern? Suche ich gerade nach so einem Gebäck, was irgendwas mit Kuss ist. Schokokuss. Ja. Ein Schokokuss hättest du dann gekriegt. Ach, süß. Ja. Ja, nee, erinnere mich nicht an diese Situation. Ich dachte, wir reden nicht mehr darüber, vor allem hier nicht im Podcast. Aber, also die Frau hat souverän reagiert. Hat mir dann aber das mit den Körnern gegeben. Also ich dachte, für meine Verhältnisse klar und deutlich gesagt habe, dass ich bitte keine Körner haben möchte. Aber, ja. Nee, du hast sehr hoch gesprochen auf einmal. So in so einem Wimmerton und deine Lippen haben auch so gezittert. Also da kannst du der keinen Vorwurf machen, dass die falsch verstanden hat. Ja, das sieht man ja aber unter der Maske nicht, dass meine Lippen zittern. Aber du hast auch die Maske abgerissen, weil du keine Luft mehr gekriegt hast. Das war danach. Und können wir, hör doch bitte jetzt auf, alle Details hier zu veröffentlichen. Das ist mir echt. folgende Monat. So. Mhm. Mhm. Gott. Muss ich jetzt erstmal. Also, ich hole mir kurz frisches Wasser und du kannst ja mal kurz sagen, was du vom Februar so erwartest. Mhm. Ich erwarte mir vom Februar, vom Monat Februar, vom sogenannten Monat Februar etwas ganz Besonderes. Und zwar, der Valentinstag steht an.
der wäre, es gibt doch irgendwie einen ganz schrecklichen Gag mit so einer Frau, die Blumen, die Blumengeschenke gekriegt hat und keine Vase hat. Den darf ich aber nicht erzählen, weil er erstens unglaublich sexistisch ist und zweitens auch nicht witzig. So, aber cool. Danke, dass du dann darauf hingewiesen hast. Ja, und ach, du bist gar nicht weg und was holen, oder was? Ich habe die Augen zugemacht beim Reden, weil ich immer die Augen zumache, wenn ich rede und darum habe ich das nicht gesehen. War das nur so ein Marketing-Gag? Ach so. Ja, weil das ist auch, weil du jetzt diese Boots nicht mehr trägst, diese Trekker-Boots mit diesen Profilen, weil du jetzt auf Socken hier rumläufst, hört man dich halt auch nicht, ne? Nee, in weißen Sneakern. Ja, da habe ich aber auch schon gedacht, was ist das denn für eine gute Idee? Ne? Wer hatte die modische Idee denn? Weiße Sneaker, wie kommt man denn da drauf? Ja, weil was ganz ausgefallen ist. Ja. Ja, aber was ist denn, also du willst den Witz jetzt nicht erzählen, oder was? Nee, den Witz will ich nicht erzählen. Aber es ist ein Witz, den man, wo man privat drüber lacht. Einfach weil er so schrecklich ist und auch ein bisschen witzig, aber ihn in der Öffentlichkeit niemals erzählen wird, weil er einfach überhaupt nicht witzig ist. Mhm. Was erwartest du? Was erwartest Danke, du denn? Danke, dass du mich einweist. Sehr gerne. Das kann ich ja gleich machen, wenn, wenn der Podcast zu Ende ist. Aber was erwartest du denn dir vom Februar? Schreibst du dir was auf? Du schreibst doch da rum. Ne? Ja, ja, klar. Nee, es ist so irgendwann vor Langeweile, wenn wenn du hier wieder irgendwas rumschwafelst, dann fange ich an zu malen auf dem Skript. Okay. Aber also du kannst mal, ich habe alle unsere alten Skripts gesammelt. Mhm. Also es ist natürlich alles improvisiert, ist klar, ne, liebe Zuhörer. Also alles, was ihr hier hört, ist improvisiert, aber halt mit Skript. Und alle alten Skripts habe ich gesammelt und du kannst dir die mal anschauen. Überall sind so kleine Zeichnungen drauf von hässlichen Männchen oder irgendwas Abstraktes, so Leonardo DiCaprio-mäßig, ne? Ich bin der neue Leonardo DiCaprio, habe ich schon öfter gehört. Mhm. Aber das sind also jedes Mal Zeichnungen mit Permanentmarker. Ich habe noch nie mit einem Bleistift auf den Skripten rumgemalt oder so, so wie ich das im Unterricht mache. Immer mit Permanentmarker. Mhm. Und es hilft mir, mich zu konzentrieren auf das, was du so erzählst. Über Witze zum Beispiel. Mhm. Okay, und kann man die mal veröffentlichen? Die können wir vielleicht mal verlosen. Oh ja. Auf unserem Insta-Kanal. Oh, was? Da erstellen wir eine Story und unser größter Fan bekommt, ja, sagen wir mal so, ein Skript, eine Kopie, ein ausgedrucktes Foto von einem Skript, wo ich drauf rumgemalt habe. Mhm. Und dann kann er sich freuen und das irgendwie an die Wand hängen oder in seine Postmappe einheften oder irgendwie so. Mhm. Also könnten wir ja mal machen, oder nicht? Mhm. Aber da muss auch ein bisschen Tisch zu sehen sein dann, ne? Vom Abfotografierten. Ja, das stimmt. Das ist immer sehr schön beim Homeschooling. Also wir sind ja gerade mitten im Homeschooling. 2020 ist ja, während wir das aufzeichnen. Mhm. Und immer wenn wir unsere Aufgaben bearbeiten, dann müssen wir die, haben wir keine Zeit, um das einzuscannen. Sondern dann fotografieren wir das auch manchmal einfach ab fürs Homeschooling. Mhm. Und manchmal ist mehr Tisch zu sehen als alles andere. Auch um ein bisschen zu verdecken, dass man zu Hause einfach nicht dazu kommt, ordentlich zu arbeiten. Also und auch keine Hose trägt wahrscheinlich. Ja. Ja. Das auch, aber ich hatte jetzt auch nicht vor, die Aufgabe als Spiegel-Selfie zu schicken. Aber ja, das im Zweifel auch. Ja, so ist das jetzt aktuell. Ich frage mich, ob das mit Corona irgendwann mal vorbei ist, aber ich kann es mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Mhm. Oh Mensch, du auch. Ich habe auch gar keinen Bock mehr morgen auf Schule. Du? Na, ich gehe ja zur Bank. Stimmt, du hast ja auch das, das ist auch, da beneide ich dich so, dass du jeden Morgen dich in diesen komischen, schrecklichen, viel zu kleinen Anzug, C&A-Anzug, zwängen musst und dann so eine Tupperdose hast und dann so ein Brot dir geschmiert hast und dann auch so Äpfel geachtelt hast und das Brot dann irgendwie gegen 13 Uhr, wenn du es auspackst und isst, dann nur nach Apfel schmeckt und auch schon so durchgeweicht ist und so. Und dann deinen Kaffee trinkst aus einer Thermoskanne, die dann so nach Thermoskanne schmeckt und so halb heiß nur noch ist. Da beneide ich dich so richtig. Und das mache ich jeden Tag. Tag ein,
Tag aus. Herrlich. Aber keine Sorge, also irgendwann ist es bei dir auch soweit. Ich glaube an dich. Also, wann schreibst du jetzt Abitur? Ich bin 15. Wann schreibt man Abitur? Mit 18 oder mit 19? Ja, mit 8, also kommt drauf an. Naja, dann. 18, 19, so in dem Dreh. So einmal bleibe ich wahrscheinlich noch sitzen. Zweimal bleibe ich noch sitzen. Dann schreibe ich mit 35, mache ich dann Abitur. Ja. Geil. Da, siehst du, und dann geht's los. Also, warte nicht auf bessere Zeiten, weil die besseren Zeiten kommen schneller, als du denkst. Und dann bist du mittendrin und dann ist das alles viel zu hektisch für dich. Bereite dich jetzt schon mal ein bisschen mental darauf vor, dass du ganz bald auch deinen Traumjob haben kannst. Also sowas wie jeden Tag im Büro sitzen oder zu einer Bank gehen oder zum Beispiel auch jeden Tag in einer Bank in einem Büro sitzen oder sowas. Also lebe dein Leben, träume nicht, also lebe nicht dein Leben, träume deinen Traum. Live, love, live. Und Krone richten und weitergehen. Ja, und Das serving möchten wir USA. euch mit auf den Weg geben. Für diesen Monat macht das Beste draus. Und wenn das nicht funktioniert, Hauptsache irgendwas Gutes. Wir glauben an euch, ihr habt es gerade gehört. Und wenn es mal irgendwie nicht weitergeht, denkt an Plückes Worte, an unsere Worte und denkt daran, hier mal wieder einzuschalten. Einfach, weil wir brauchen Hörer. Ja? Also schaltet nächsten Monat wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Und dann fassen wir euch alles zusammen, was ihr im Monat Februar vielleicht verpasst habt. Oder was ihr wissen wollt, so ein schönes Hauptthema finden wir auch noch. Bleibt uns treu, weil wir würden euch niemals im Stich lassen. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja, und für alle die es jetzt, ja, die von der Romantik nicht genug kriegen, es war ja schon die ganze Zeit sehr romantisch hier in dieser Folge, aber die noch mehr Romantik wollen, für die gibt's jetzt das Romantiklied, das, ja, mit frechen Anmachsprüchen, es geht um Liebe und es geht aber auch um Tod. Viel Spaß, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat. Tschüssi! Hey Baby, ich bin's, kein Problem. Ich wollte nur sagen, deine Augen, ne? Also, wenn ich Treckerfahrer wäre, ne? Auf gut Deutsch, wenn ich Pilot wäre, auf gut Deutsch gesagt, dann würde ich zu den Sternen fliegen, um dann die Augen, also deine Augen, auf gut Deutsch gesagt, dieses Blitzen praktisch, so ein bisschen überspitzt gesagt, dass das so eine Sache ist, die ich dann vom Himmel, sag ich mal, auf gut Deutsch runter, also runterbringen zu dir und dann in deine Augen reinsetzen, so überspitzt gesagt, so in eine Tüte gesprochen, sage ich das jetzt mal. Und das ist, ja, richtig klasse, deswegen, also das wollte ich dir nur sagen und das, was ich so spüre, so in meinem Zipperlein, das ist eindeutig, Kribbeln im Bauch, so auf gut Deutsch gesagt. Das empfinde ich für dich, so sagen wir mal auf gut Deutsch gesagt. Und darum, ja, könnte ich jetzt einen Vorschlag machen? Wir reden so mal so ein bisschen, also wir kommen ins Gespräch, so und so ganz unverbindlich, so sage ich das jetzt mal. Ein Drink würde auch jetzt auf meine Kappe gehen, also Hashtag. Und dann gucken wir mal so, dann reden wir mal miteinander, so auf gut Deutsch gesagt. Und dann schauen wir mal, und dann, ja, können wir ja mal gucken. Ne? Also es ist jetzt ein Vorschlag. Auf gut Deutsch gesagt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du das gleiche Empfinden, also könntest, so ein bisschen überspitzt gesagt, als wie für mich. Ja, und das nennt sich auf gut Deutsch.
Das war Witwe Berger. 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 Mit Max und Plücke.